Was aussieht wie durchgedrehte Dominosteine, sind in Wirklichkeit Fußballroboter made in Kiel. Wir befinden uns hier im Trainingslager der Northern Stars. Sie sind die Robotikgruppe der FH Kiel. Mannschaftskapitän ist Hannes Eilers. Diese Roboter, die haben eine Infrarotschnittstelle, ähnlich einer Fernbedienung am Fernseher. Die werden von einer Software auf dem Computer gesteuert, die Signale an die Roboter schickt. Und diese Signale kommen von einer künstlichen Intelligenz, die wir jetzt in diesem IDW-Workshop programmieren. Auf der Internetseite der IDWs war eben sozusagen, Grundkenntnisse sind nur erforderlich. Und ich war mir zuerst nicht so sicher, was sind jetzt endlich Grundkenntnisse. Tatsächlich sind Grundkenntnisse einer Programmiersprache hilfreicher als die Abseitsregel. Interessanterweise sind bei uns im regulären Team keine großen Fußballfans vertreten. So ein Roboterfußballspiel in der Mixed Reality ist ähnlich dem eines normalen Teams. Es gibt natürlich auch Fouls, wenn die Spieler sich gegenseitig blockieren zum Beispiel. Das Übliche, was es so beim Fußball auch gibt. Eine Grätsche können die Roboter natürlich nicht machen. Professionelle Fußballtaktiken oder so, die müssen wir noch gar nicht anwenden. Wir kämpfen halt mit einfachen Problemen, dass die Roboter sich nicht richtig bewegen, dass sie sich nicht richtig drehen, dass sie nicht an die Positionen fahren, an die sie sollen. Manchmal stürzen die ab. Genau, guck mal, jetzt hat es sich komplett aufgehangen. Wir wollen einfach vermitteln, dass es auch etwas bringt und einen auch selbst vorwärts bringt, wenn man neben dem Studium her sich noch mit der Robotik beschäftigt.